Hallo, herzlich willkommen zu M-Kurz hier bei 3xM. Ja, das war ein Paukenschlag in Österreich, politisch gesehen. Es gibt Neuwahlen in Österreich, beziehungsweise der Kanzler Sebastian Kurz hat diese Neuwahlen empfohlen. Ursache des Ganzen ist der Herr Strache von seinem Koalitionspartner FPÖ, wo jetzt rausgekommen ist, per Videoaufzeichnung, dass er vor einiger Zeit vor der österreichischen Wahl, das war glaube ich vor 2 Jahren, versucht hat, beziehungsweise einer angeblichen Geldgeberin angeboten hat, ihr Aufträge zuzuschieben, wenn sie ihm hilft, diese Wahl zu gewinnen. Das ist jetzt so mal sinngemäß ganz grob gesagt die Ursache des Ganzen. Das ist jetzt rausgekommen. Er ist zurückgetreten, der Herr Strache. Und er hat gesagt, ja, er hat da auch Alkohol getrunken und so weiter und so fort. Darauf will ich jetzt gar nicht in diesem kurzen Video eingehen. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, hat Sebastian Kurz komplett das Richtige und das gemacht, eigentlich was nur geht. Denn ich sag mal, dieser Fall Strache, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, war nicht der erste Aussetzer der FPÖ. Okay, die FPÖ hat gute Politik gemacht mit der ÖVP zusammen. Sie haben einige gute Dinge auf den Weg gebracht. Jetzt zuletzt mit dem Kopftuchverbot für kleine Kinder in Grundschulen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Dieses Symbol des politischen Islams eben, das Kopftuch ist unter anderem ein Symbol des politischen Islams, wo die Frauenunterdrückung auch mitgezeigt wird, welchen Stand die Frau im Islam hat, eben unter dem Mann und so weiter und so fort. Will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Das war schon mal eine gute Sache, die sie auf den Weg gebracht haben und einiges mehr. Aber auch die FPÖ hat ihre Aussetzer in letzter Zeit gehabt. Was ich da so mitbekommen habe, in irgendeiner Talkshow ist ein FPÖ-Politiker, hat einen Journalisten angegangen, so sinngemäß mit den Worten, wenn wir hier das Sagen haben, dann kommen wir auf sie zurück oder irgendwie so, das werden sie dann spüren oder in dieser Art, sinngemäß, also einem Journalisten praktisch gedroht, kann man sagen. Und sowas geht nicht. Ja? Und da waren hier und da schon Aussetzer von FPÖ-Politikern. Und so hat Sebastian Kurz ja unter anderem auch in seinem Statement, wo er die Neuwahl empfohlen hat, hat er auch gesagt, genug ist genug. Und diesem Satz kann ich mich nur anschließen. Ja? Weil, was wäre gewesen jetzt? Strache tritt zurück. Es kommt ein neuer, es wäre wahrscheinlich Herr Hofer gewesen, also praktisch einfach die Person ausgetauscht und weiter geht's. Nee, das geht nicht. Wenn das so ein Reigen verschiedener Ereignisse letzter Zeit schon ist, dass sich alles aufsummiert und jetzt der Oberhammer noch rauskommt mit einem FPÖ-Politiker, der eben praktisch Geldgebern anbietet, dass sie profitieren können, wenn sie ihm zur Wahl verhelfen und also Gedanken und Äußerungen, dann ist genug einfach genug. Ja? Und somit vollkommen richtige Entscheidung von Sebastian Kurz. Konsequent, in kürzester Zeit, wenigen Stunden war das ja praktisch schon entschieden, dass er diese Koalition aufgekündigt hat und eben für Neuwahlen ist. Und ich habe auch schon mal gesagt, glaube ich, in einem Video, dass ich Sebastian Kurz wirklich sehr gut finde als Politiker. Es ist ein junger, sympathischer, wirklich Politiker, wie man ihn selten findet. Ich bin ja hier in Deutschland, wenn ich bei uns sehe, was wir hier haben, vor allem mit der Merkel, und dann gucke ich nach Österreich und ein wirklich junger, sympathischer Mann, der tolle Politik macht, der sich wirklich jedes Wort und jeden Satz, den er sagt, auch genau überlegt. Deswegen kann ich mir bei Sebastian Kurz nicht vorstellen, dass wir irgendwann ein Video haben oder eine Tonaufzeichnung, wo ähnlich Schlimmes zu hören ist. Ich will es natürlich nicht ausschließen. Ich sag mal, ich bin ja jetzt auch gewarnt in dieser schnellen politischen Landschaft. Da kann ja jeden Tag was rauskommen. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir von Sebastian Kurz so etwas nicht bekommen werden. Weil dieser Mann sich einfach überlegt ausdrückt, gewählt ausdrückt. Der überlegt sich 2-3 Mal, was er wo und wie sagt. Na? Und bei Strache, das ist halt wahrscheinlich eine Person, die so nicht denkt. Ne? Er ist auch, sagt man ihm nach, so ein Lebemann. Er lässt sich leicht beeinflussen, wenn ihm geschmeichelt wird, was wohl hier der Fall war.
Und das ist in der Politik natürlich sehr, sehr gefährlich. Dass diese Falle, die da gestellt wurde, so muss man es ja sagen, natürlich auch nicht gerade rechtskonform ist, diese Videoaufzeichnung, da brauchen wir nicht diskutieren, natürlich rechtswidrige Geschichte. Aber da sage ich natürlich auch dazu, zu einer Falle gehören immer zwei. Der die sie aufstellt, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, lassen wir mal dahingestellt. Und natürlich derjenige, der da reinläuft. Und das war der Herr Strache. Na, selbst Schuld heißt ein guter Spruch, gute Aussage, trifft hier voll zu. Na, er erzählt, er wäre betrunken gewesen und so weiter und so fort. Das interessiert mich jetzt so erstmal überhaupt nicht. Es kommt rüber, wie so ein Mensch tickt. Das färbt natürlich auch erstmal auf die Partei ab. Dazu komme ich gleich nochmal schnell. Noch gesagt, diese Aktion sollte jedem Politiker, egal wo er steht, die Antennen höchstens am höchsten Punkt ausfahren, wenn es nicht jetzt schon so war. Also normalerweise muss man das wissen, dass man heutzutage als Politiker, der vorne steht oder überhaupt der in der Politik tätig ist, dass man überlegt, was man wie und vor allem wo und wem sagt. Das müssen sich die Politiker jetzt zwei, dreimal durch den Kopf gehen lassen. Und das sollte jedem eine Warnung sein. Auch allgemein Prominenten, ob es jetzt Politik, Showgeschäft, Wirtschaft oder sonst wo ist. Wer in der Öffentlichkeit steht, sollte sich das genau überlegen, was, wie, wo er sagt. Als Politiker erst recht. Ja. Ja, also wie gesagt, das färbt natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Partei ab. Und Sebastian Kurz, ich tippe mal drauf, die Neuwahlen wird die ÖVP gewinnen. Aus dem Grund, das ist meine Meinung, die muss weder richtig noch falsch sein, dass viele FPÖ-Wähler natürlich erst einmal in Anführungsstriche schockiert sind, enttäuscht sind von Herrn Strache, der ja nicht irgendein FPÖ-Politiker war. Er war ja mit der FPÖ-Politiker und das färbt definitiv auf die Partei ab. Wenn es irgendwie, sag ich mal, irgendwie so ein Kreisabgeordneter von der FPÖ gewesen wäre, okay. Aber das färbt ab. Das heißt, FPÖ-Wähler werden wahrscheinlich nicht mehr die FPÖ bei der Neuwahl wählen. Und da sie ja sich eher dann, sag ich mal, dem politischen Spektrum in der Ecke bürgerlich da verordnet fühlen, werden sie wohl ÖVP wählen. Und einen Sebastian Kurz. Das ist meine Meinung. Es kann sogar sein, dass die ÖVP mit Sebastian Kurz eventuell sogar mehr Prozent bekommt als bei der letzten Wahl. Ist meine Einschätzung. Ob sie stimmt, schreibt es mal in den Kommentarbereich, wie ihr das seht. Ne? Gut, Freunde. Ja, und bei der Europawahl natürlich kann es auch an die... Jetzt ist ja bald Europawahl. Das kann natürlich jetzt auch kurzfristig abfärben für die FPÖ. Das muss man sehen. Ne? Aber die Neuwahl dann, die österreichische, die dann wahrscheinlich in einigen Monaten kommt, ich gehe davon aus, da wird die FPÖ verlieren und die ÖVP eventuell diese Wähler gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass Sebastian Kurz diese Wahl gewinnen wird. Ich wünsche es ihm. Ich finde ihn toll. Ein super Politiker. Ich wäre froh, hier in Deutschland so einen Kanzler zu haben. Und was haben wir? Merkel. Was kommt danach? Wahrscheinlich AKK, Kramp-Karrenbauer. Alles Personen. Man soll nicht nach Personen gehen, aber wenn man dann nach Österreich blickt und sieht, was für junge, dynamische Menschen da vorne stehen. Und die haben ja auch gute Politik gemacht. Ne? Es ist ja nicht so, dass es schlechte Politik war mit der FPÖ. Es war ja viele gute Sachen, die auf den Weg gebracht sind. Aber die FPÖ hat auch mehrere Aussätze gehabt, vor allem vom Personal auch, von Äußerungen her. Das geht nicht. Ne? Und Sebastian Kurz, also wie gesagt, ich wünsche ihm einen Wahlerfolg bei den Neuwahlen. Ich wünsche Österreich, dass sie diesen tollen Kanzler behalten können. Seid stolz, liebe Österreicher, auf diesen Kanzler. Darum beneiden euch wirklich viele Länder. Er macht gute Politik, er hat gute Politik gemacht. Er wird auch in Zukunft gute Politik machen. Und dafür muss er die Wahl gewinnen. Und wie er die Koalition dann gestaltet, das muss man sehen. Aber wichtig ist, ein Kanzler Kurz für Österreich sollte erhalten bleiben. Seid froh, liebe Österreicher, dass ihr so einen Kanzler habt. Und ja, wählt ihn bei einer Neuwahl, ne, würde ich mal sagen. Normalerweise gebe ich ja so keine Wahlempfehlungen. Aber da es ja ein anderes Land ist, sage ich mal, ich wohne jetzt hier in Deutschland. Ich will jetzt nie in Deutschland
eine Wahlempfehlung geben für irgendeine Partei. Ich mache jetzt demnächst auch mal ein Video nochmal über die Europawahl, die ansteht, und allgemein politische Dinge werde ich da besprechen. Aber da werde ich auch keine Wahlempfehlung geben für eine Partei in Deutschland. Aber Österreich ist ja ein anderes Land. Und da kann ich ja ganz einfach mal meine Meinung sagen. Und wenn ich sage, ich finde Sebastian Kurz toll, dann kann man sich auch denken, dass ich die ÖVP in Österreich wählen würde. Wie ist eure Meinung zu diesem Paukenschlag in Österreich, Freunde? Habt ihr die Einschätzung so wie ich? Seht ihr es ganz anders da? War das alles ein Fehler jetzt in Neuwahl? Hätte so weitergewurschtelt werden müssen, weil es wäre dann praktisch nur eine Person ausgetauscht worden. Aber das hätte, ich sage es, wenn, nochmal kurz gesagt, wenn der Herr Hofer wäre dann praktisch gekommen, wahrscheinlich für den Herr Strache. Und wenn jetzt einfach so weitergemacht worden wäre, ohne Neuwahl, nach diesem Paukenschlag, das wirklich ein Hammer war, diese Geschichte mit dem Video und so weiter, das war ja nicht irgendwas, das war ja wirklich ein Hammer. Und diese ganzen kleinen Vorgeblänkel mit dem Journalisten, der da dem gedroht wurde und so weiter. Wenn jetzt einfach nur weitergemacht worden würde, beide Parteien hätten massiv Schaden genommen, die ÖVP und die FPÖ. Und wenn es dann zur Wahl irgendwann gekommen wäre, hätten beide Parteien extrem verloren und dann wären die Sozen in Österreich an der Macht. Wenn Sebastian Kurz jetzt nicht diese Neuwahlen empfohlen hätte, beziehungsweise für Neuwahlen ist, der Schaden wäre größer geworden und hätte den Sozis da in Österreich in die Hände gespielt. Und denke mal, das als bürgerlich-liberaler möchte, das möchte niemand. Deswegen meiner Meinung nach vollkommen richtig, Neuwahlen ausgerufen. Okay, das war's. Ein Like, ein Abo, ihr wisst es. Es wäre so wunderbar, es würde mich freuen, das sage ich immer. Ich weiß zum Ende, genauso sage ich immer, einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, eure Meinung zu diesem Paukenschlag in den Kommentarbereich. Macht's gut, Freunde, und tschüss.